Hi, willkommen zurück zu Clash of Clans. Mir wurde gerade angezeigt, dass die wunderschöne Kanonenkarre jetzt auf Level 7 ist. Das ist doch schön. Und so wie es aussieht, fehlt auch nicht mehr viel Ressource bis hin zu, ja, dem Mutantenlakai. Ist doch eine schöne Sache. Ist doch richtig gönnbar. Und ja, wir gehen da gleich rein. Wir wurden auch gar nicht angegriffen oder sowas. Alles läuft nach Plan. Wir haben hier auch im letzten Part wirklich verdammt viel verbessert. Wir haben zwei Sachen gemacht gleichzeitig. Einmal den Borat. Und dann den Luftficker. Kann man schon fast so sagen. Parallel dazu haben wir uns im letzten Part auch ein bisschen, ja, wieder mal aufgeregt und ich habe so ein bisschen den Standpunkt geäußert, dass ich nicht mehr so die übertriebensten Böcke habe auf Clash of Clans. Ja. Für alle, die es nicht mitbekommen haben. Also im letzten Part ging wieder die Luzi ab. Ja, ich weiß nicht. Komme so ein bisschen auf den Punkt, dass euch das zu langweilig wird, mir das zu langweilig wird. Man sieht es ja auch an den Resonanzzahlen, um das mal ganz kurz wieder zu recappen. Man hat es ja an den Resonanzzahlen gesehen, dass dieses Let's Play nicht mehr so relevant ist, wie es einst war. Ja. Ich meine, als ich vor 2 Jahren das Let's Play gestartet habe, hatte ich mehr Resonanz auf den Parts als jetzt. So. Und dass als diese zu dieser Zeit rausgekommen sind, nicht die Resonanzzahlen nach 2 Jahren, denn das Let's Play geht ja schon fast 2 Jahre. Und, na, ich weiß nicht. Also, wenn es nicht in diesem Jahr passiert, wird das Let's Play sicherlich im nächsten Part enden. Im nächsten Jahr, nicht Part. Ich wollte euch das schon mal wissen lassen, dass ihr da Bescheid wisst, weil es könnte passieren. Vielleicht haut Supercell auch so ein krasses Update raus, was so viele Sachen verbessert, dass ich mir denke, oh, krass, okay, ich bleib dabei, dass wir das Let's Play weitermachen. Mein Plan war ja quasi, alles zu maxen, bis wir quasi auf dem Maximalstand sind. Aber das kriege ich halt dann auch. Das wird nichts. So. Dafür spiele ich Clash of Clans nicht aktiv genug. Und, nee, also ich glaube, das wird nichts. Ich wollte euch das schon mal wissen lassen. Dass das für euch keine böse Überraschung wird, dann in einigen Monaten. Ja, und das ist halt so das Ding momentan. Nach wie vor. Und da hat sich auch bisher nichts dran groß geändert. Der Gedanke, dass es momentan in so einem Monat, also was heißt momentan, es ist eigentlich schon immer so gewesen, dass Clash of Clans monoton war. Ja, und in diesem Sinne, dass ihr da wieder mal Bescheid wissen tut, ne? Kriegt Montan aber irgendwie keine 3 Sterne hin. Das ist wirklich zum Heulen. Ja. Na gut, Alter, wie viele Lebenspunkte hat der Pekka denn bitte? Der rastet ja vollkommen aus. Der
Jetzt gerade überlege ich auch, den Skelettzauber zu benutzen, um hier noch an die Sammler zu kommen. Hm. Aber ich denke, das lassen wir aber ganz schnell bleiben. Ich meine, du kannst über diesen Angriff eigentlich nicht so meckern. So. Wir hätten auch eigentlich nur auf die Sammler gehen können, hätten die ganzen Packers zu den Sammlern stellen können. Aber hey. Ich dachte mir, vielleicht sind da noch zwei Sterne drin, aber... Na, wie man gesehen hat, hat man gar nichts gesehen. So. Okay. Dafür hat 4000 Dunkles. Ist eins nice Angelegenheit. Oh, wir haben eine Belohnung bekommen. Verteidige dich erfolgreich gegen 250 Angriffen. Geil. Wir haben fast 1000 Gems. Wie sind wir denn daran bitte gekommen? Alter. Läuft bei uns. Ja. Ja. Da kann man auch ruhig mal lecker investieren. In weitere Boogie-Königin-Einsätze. Ich weiß nicht, wie groß der Hate sein wird. In Relation zu den bisherigen Resonanzen. Es könnte sein, dass einige sagen, ja, ich kann es verstehen, Kai, bla bla. Es wird halt echt immer das Gleiche und es ist halt auch echt schon seit jeher das Gleiche. Wir haben nichts am Content umgestellt. Es ist immer das Gleiche. Ich mache erstmal das Standarddorf, dann gehe ich ins Nachtdorf. So, es ist seit einem halben Jahr quasi immer das Gleiche gewesen und in diesem Sinne... Sie wissen Bescheid. Ja, das Ding ist jetzt so, gehen wir dahin. Ja. Ja, war auch wieder okay. Zwei Sterne wäre natürlich geil gewesen. Nee, zwei Sterne kannst du vergessen. Selbst mit dem Hals aber. Wäre da nichts gegangen, aber der Angriff war, wie gesagt, das war in Ordnung. So. Ja, und ich möchte halt auch einfach mal gucken, dass wir auch mal was Neues, Frisches anfangen. Ne? Natürlich ist es auch so eine Art Tradition, jeden Tag 16.30 Uhr Clash of Clans zu sehen. Das ist richtig. Aber trotzdem, ja. Tradition ist ja auch ein bisschen gezeugt von Langeweile. Ich meine, wenn ihr jetzt jeden Tag um... Boah, was kann ich jetzt für ein Beispiel nennen? Wenn wir jetzt sagen, okay, ihr geht jeden Tag in die Schule. So. Jeden Tag habt ihr denselben Routineablauf. Ihr... Jeden Werktag, nicht jeden Tag, ne? Samstag und Sonntag, ich bitte euch, wer geht denn da zur Schule, mein Gott? Ja, ja, ja. Sagen wir mal, ihr steht jeden Tag um 6 auf, geht um 7 los und seid um ungefähr 8 Uhr in der Schule. Dann wird ja auch dann irgendwie
nach der Zeit langweilig. Etwas schlechtes Beispiel, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Na gut, das wär's. Gute 80%, aber du kommst halt leider nicht mehr an die Meisterhütte dran. Ja. Man, sie hätten noch an die Mauer schlagen können, aber... Ne. Ist leider nicht drin. Ja. Und es wäre wahrscheinlich sehr wichtig gewesen, jetzt einen zweiten Stern zu kriegen. Nein, zum Glück nicht. Und ich sehe auch gerade, dass wir gar keine Belohnung mehr bekommen können. Und ich habe jetzt auch keinen Bock, 71 Gems auszugeben. Deswegen wird der Part ein bisschen kürzer. Le Bruts und Le Schwests. Ja. Ohne Witz. Ja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mal ganz kurz gucken, was wir denn so verbesserisieren können. Ja. Wachposten. Bang. Ich sagte Bang. Thanks. Haut rein, ciao. Na, aber dass ihr da halt Bescheid wisst, nächstes Jahr zu Anfang könnte es passieren, dass das Let's Play ein Ende findet. Ja.